Das ist eine andere Erfolgsverlust, aber es ist natürlich eine Aktion für die gesamte Wahrscheinlichkeit, jemand zu finden, größer ist als bei der nicht verwandten Bevölkerung. Nun hatte der Martin Hilker, wer eben noch nicht zugehört hat, vor 3 Jahren war es ungefähr, ein Riesenglück, kann man einfach nur sagen, dass er einen Spender aus Süddeutschland getroffen hat oder gefunden hat. Kommt die Spende eigentlich nachher, trifft man sich dann wieder? Also ein Jahr nach der Transplantation kann man sich treffen, wenn beide es wünschen. Ansonsten ist die Spende anonym. Anonym, da bleibt so. Dann kommen wir nochmal zu der Spende und zu dem medizinischen Vorgang, der da passiert. Wie viel Angst muss man haben? Eben haben wir von dem Martin Hilker schon gehört, man muss eigentlich gar keine Angst haben. Da ist der Beckenkamm und da werden dann die Stammzellen rausgenommen. Aber Sie sind als Arzt, können Sie es vielleicht noch ein bisschen präziser sagen. Er hat sicherlich recht, der Spender braucht keine Angst haben. Es ist ein relativ einfacher Vorgang, das Hauptrisiko ist die Narkose, weil der Beckenkamm mehrmals punktiert werden muss, weil der Vorgang eine halbe Stunde bis Stunde dauert, wird eben eine Narkose notwendig und das ist das Hauptrisiko. Der andere Punkt ist, dass es an den Stellen, an denen punktiert worden ist, nachher ein bisschen ziehen kann, es können für ein paar Tage leichte Schmerzen auftreten. Das ist das gesamte Risiko. Gut, da gibt es ja noch eine zweite Methode, in dem einfach nur Blut, leinhaft abgezapft wird und das ist dann noch weniger aufwendig. Ne? Ja, das ist noch etwas weniger aufwendig. Bei dieser Form der Spende wird ein sogenannter Wachstumsfaktor, ein Hormon gegeben, das diese Stammzellen aus dem Knochenmark in das Blut transferiert und aus dem Blut können diese Stammzellen gewonnen werden über eine sogenannte Zellseparation, über eine Zentrifuge werden Blutbestandteile getrennt und die Stammzellen isoliert entnommen und alles andere wird zurückgegeben. Also auch das nicht sehr aufwendig und man kann damit Leben retten und es war leichter als eine Niere zu spenden oder sonstiges, ne? Ja gut, es ist eine Lebensspende, bei der man natürlich selber aktiv dabei ist, während alle anderen Transplantationen ja Spenden üblicherweise sind, die bei den gerade Verstorbenen entnommen werden. Insofern ist der Unterschied. Das ist der Unterschied dabei, nur man kann auch dann wissen, selber noch erleben, dass man eventuell einem Menschen geholfen hat, zu überleben, denn die Möglichkeit mit einer Blutspende, einer Knochenmarkspende zu überleben, ist dann für Leukämiekranke sehr hoch. Die Chance ist dann sehr hoch und eben erheblich höher als durch die alleinige Chemotherapie. Das hängt aber von der Art der Leukämie und von dem Risiko der individuellen Leukämie ab. Also auch nicht pauschal zu sagen, also Diagnose Leukämie, du, ich brauche jetzt nur gucken, ob ich einen geeigneten Knochenmarkspender finde und dann bin ich geheilt. Das ist also so einfach, ist es dann auch nicht. Nein, so einfach ist es nicht. Das Verfahren ist ja so, dass zunächst eine Chemotherapie auf jeden Fall gemacht wird, dass der Patient in eine sogenannte Folgeremission kommen muss. Das heißt, die Leukämie darf nicht mehr vorhanden sein. Und dann kommt erst die hochintensive Chemotherapie, mit der dann rettenden Knochenmarkspende, weil die Therapie so intensiv ist, dass das Knochenmark des Patienten nicht überleben würde. Ein Beispiel, dass es geklappt hat, ist Martin Hilker, der neben uns steht, mit dem wir nachher nochmal reden werden. Wir sind heute Morgen live zu Gast beim ersten Hammer Schlittenhunde-Meeting auf dem Flugplatz. Alles heute dreht sich auch um die Deutsche Knochenmarkspender-Datei. Eine große Informationsbüro vorne ist aufgebaut und im Hintergrund hören Sie natürlich die Huskies, die schon ziemlich heiß sind auf ihren ersten Start heute. 10:10 pünktlich starten wir heute mit dem ersten Rennen, ist gut, mit dem ersten Einzelfahren und alles mehr über Huskies gleich mehr. Ich danke erstmal, dass Professor Dr. Balleisen heute Morgen hier war. Sie werden auch ein bisschen am Stand sein gleich noch und Informationen geben. Also wenn Sie ihn direkt sprechen wollen, Sie können es heute Morgen machen. Billiger kommen Sie nie wieder nah dran, heute Morgen hier am Flugplatz. Es wird so sein, wenn dann Leute für eine Spende mitfahren wollen, dass wir in der 6-Hunde-Klasse oder auch in der 4-Hunde-Klasse, wie auch immer, Leute dann halt mitfahren lassen. Die Startnummern und die Startreihenfolge habt ihr alle.
Also ich rufe jetzt einfach mal alle Namen auf, damit wir wissen, wer ungefähr hier ist. Also Petra Nölle ist da, der Rudi Hoppertz ist auch da, die Katrin Ober, Wolf Bushoff, der Christoph Diehl ist ja mittlerweile eingetroffen. Ich glaube nicht. Der Horst Klank ist da, Dieter Weber ist da, Thorsten Pfaff ist da, Rainer Eschweiler, Thomas Noppelmann und Höfischer. Und das würde ich mir so fällen, dass das rausfliegen kann. Ja, das muss ich mir dann in die Hose stecken gleich. Das, ich ziehe mir ja eh eine Jacke aus. Müssen wir, haben wir denn noch eine Jacke für ihn? Also eine richtige, ich habe noch, Wir haben das mal auch so gemacht. Im Rundfunk, da bin ich, da hat mir das Mikrofon hier vorne hingeklebt. Ja. Und der hat mich auch davon. Da hat er mich dabei, vor allem auch in der Mühe. Das ist ganz schön scheiße. Du sollst was vernünftig sagen. Das war ja nachher fertig. Das könnte ein bisschen kälter sein. Ich sag mal so 10 Grad minus. Also langsam wieder scheiße. Für uns ist es aber schon kalt genug, denke ich, Leute. Ja, jetzt die Hölle los. Ich stehe gerade bei Petra Nölle. Petra Nölle hat die Startnummer 1 und die Startnummer 1 bedeutet, dass sie als Erste gleich auf diesen Parcours geht. Und eins hat sie mir schon gesagt, ich sollte mich mit beiden Händen festhalten. Meinen Sie nicht, dass ich es mit einer schaffe, damit die Hörer auch noch mit beiden schön über diesen Parcours lösen? Nein, Sie werden das bestimmt nicht schaffen, mit einer Hand sich festzuhalten. Weil wir werden schon ziemlich schnell fahren. Sie können so mit 30, 40 Sekunden. Ehrlich? Ja. Wo sind die Hunde? Ja, wir starten dann immer im Abstand von 5 Minuten und das geht dann bis ca. 16 Uhr heute Nachmittag. Wir haben auch noch zwischendurch ein sehr schönes Programm. Unter anderem werden die Malaskis hier erscheinen und wir werden einen Ballon-Wettbewerb haben, wo der ersten drei Gewinner einen Rundfunkbahn gewinnen wird. Alle Kinder können dann zum Lotteriestand gehen. Zum Stand der deutschen Knochenmark-Spenderdatei. Was liegt der denn? Der am weitesten fliegt. Ja, nicht zu fragen, was für Hunde du hast. Ja doch, wir bieten den Zuschauern an für einen Spendenbetrag, der zu wünschen ist, eine Runde auf dem Trainingswagen mitzufahren. Und das ist natürlich ein einmaliges Erlebnis. Ja, tolles Bild, ne? Habt ihr auch Hunde? Nein, wir haben keine Hunde, wir können leider Kinder. Wir haben Kinder und die sind leider gegen alles Mögliche allergisch. Und so ist das Halten von Haustieren leider nicht gestattet, aber es sieht natürlich sehr schön aus, diese vielen Hunde. Und das Wetter macht ja auch sehr gut mit, gerade an so einem Tag, wo die Hunde laufen müssen, etwas kühler, obwohl sie es ja noch kühler hätten, wie ich gerade gehört habe. Aber minus 10 Grad müssen es ja nicht sein. Oh, sonst wird der Peter mal mit der Startnummer 10 nach 10. Die Petra Nölle, das ist die Dame da hinten in dem gelben Wagen, da hinten vor Ort. Die gibt gerade noch eine Zigarette rauf und mit der fahre ich dann. Und werde wahrscheinlich dann vom Schlitten fliegen, wie ich gerade gehört habe. Sie werden es erleben, wenn Sie am Rad sind. Hast du noch mit? Wenn jetzt noch keine Nummer, dann nimmt sie einfach eine. Ich kann sie ändern. Das zieht sich dann so bis 16 Uhr. Wie sollen wir es jetzt gleich machen? Bis zum Start des ersten Teams mit der Startnummer 1, Petra Nölle. Richtig zu sein, der Flugbetrieb ist zwar eingeschränkt, aber es werden trotzdem Flugzeuge. Thank you.
Ja, dann gehen wir vorne zum Ü-Wagen, ne? Ja, wir haben ja noch 6 Minuten. Schlitten fahren, den Trainingsschlitten hier, da sind natürlich keine. Okay.